losgehen? Ja. Am 5. Februar zeigt das ZDF den Film Fluss des Lebens, geboren am Ganges. Sie spielen den Aussteiger Fluppe. Wie nah ist Ihnen Fluppe? Wie würden Sie ihn beschreiben? Ja, Fluppe. Fluppe ist eher ein Einsteiger als ein Aussteiger. In seiner Vergangenheit. Er lebt in Indien, er trifft dann halt die Protagonisten, die man dann sieht, die etwas wollen, nämlich einer Mutter das Kind wegnehmen, weil das Kind eigentlich einer anderen Mutter gehört, nicht? Es ist ja manchmal so, und dass die Gefühle dann eine andere Welt sind für die Mutter mit dem Kind in dem Film, machen diesen Streifen auch aus. Fluppe ist, sollte mal ein Hippie sein, habe ich mal den einfach mal gesagt, das spielen wir einfach nicht als Hippie, weil das wäre ein eigener Film, sondern ich bin eher ein Gewürzhändler, nicht? So, und das ist Fluppe, er ist eigentlich der Retter manchmal in Situationen, wo der eine, der das Kind haben will, weil seine Schwester leider gestorben ist, die Eizelle in einer Mutter aufgewachsen ist oder groß geworden ist, daraus ein Kind erzeugt worden ist, eine Inderin und alles andere, bitte sehen Sie sich das an. Ich kann nur sagen, dieser Film, ich habe ihn vor 2 Tagen gesehen, ist kurzweilig und auch in diesem ganzen Showbusiness, was heutzutage dargestellt wird im Fernsehen, einfach mal wieder ein, ach, endlich mal was anderes. Und schöne, schöne Bilder vom Ganges, von Leuten, und das hat mich sehr gerührt. Also ja, also irgendwann mal gucke ich ihn wieder an, weil es kann langweiler. Zumal ich da schon mal mitspiele, ist ja eh klar. Ja. Fluppe sagt in dem Film einen ganz prägnanten Satz, wie ich finde: Deutschland ist ein großer, grauer Aktenordner, ja. Indien ist kein Paradies, aber hier kannst du atmen. Ja. Können Sie das nachempfinden? Ja, na klar. Das kann auch jeder nachempfinden. Deutschland ist ein großer Aktenordner. Mein Gott, es ist natürlich noch vieles mehr, aber das begreift doch jeder ganz schnell, oder? Was hat Sie an dem Film oder an der Rolle gereizt? Spielte Indien, dieses fremde Land, diese fremde Kultur dabei auch eine große Rolle? Das ist einfach die Geschichte. Die Geschichte eines Typen aus Deutschland, der eine Schwester hatte, der sich ihr Fallschirm nicht geöffnet hat, sie war zu Tode gekommen. Sie hatte eine Eizelle vergeben an eine indische Mutter dann, die auch das Kind dann geboren hat. Und ich glaube, der Typ ist dann nach Indien, um seine Schwester eigentlich wieder zu treffen. Er wollte nicht wahrhaben, dass sie tot ist. Er wollte das Kind haben. Das geht natürlich so einfach nicht nach 2 Jahren. Es ist die indische Ziehmutter, die das Kind geboren hat. Natürlich mehr die Mutter als alles andere. Und die ganze Geschichte dieser kleinen Verirrung im Gehirn von dem Typen und der eigentlichen Mutter und dem Kind und Indien dazu. Und dann kommt auch noch Fluppe. Ja? Den Gott sei Dank manchmal rettet. Ja, er ist für mich manchmal vom Wahn gekitzelt. Ja, das macht den Film aus, und das und auch Chivago-Film für mich ganz wesentlich auch, weil wir haben viel zusammen gemacht, und da bin ich gerne hingefahren und gesagt, den Fluppe, den spiele ich. Der Film zeigt ein ziemlich realistisches Bild von Indien, wie ich finde. Ja. Auch viel Dreck, viele Menschen, viel, ja, Chaos. Was war das Schwierigste bei den Dreharbeiten? Kann man gar nicht so sagen, was schwierig war. Es war einfach eine neue Welt. Du musst Indien lernen. Du musst Varanasi erstmal lernen. Ne? Also was von Dreck erzählt wird, natürlich ist da unheimlich viel Dreck auf den Straßen einerseits. Aber da gibt es auch viele Menschen, die machen auch scheiße Gold. Ist es nun mal so. Das ist deren Aufgabe. Und die bemerken das nicht so wie wir. Und die lachen auch. Die sind zufrieden. Ja, haben Respekt vor dem, das ist der Hinduismus, ihre Lehre, das ist ganz was anderes. Man muss lernen und mal ganz ruhig sein, gerade als Deutscher. Wir haben eine viel zu große Schnauze, wenn wir woanders hinkommen. Mal ruhig sein, genießen, man erfährt dadurch auch mehr die ganze Geschichte von Varanasi, das ist ja die heiligste Stadt in Indien. Muss man vorstellen, da werden Leute verbrannt, die gehen da extra hin, um zu sterben, da verbrannt zu werden. Das kapieren wir so gar nicht, müssen wir auch nicht, okay? Aber es ist so. Das ist Indien. Da.
Was haben Sie an Erkenntnissen oder Erfahrungen für sich selbst mitgenommen? Ich würde nie mehr hinfahren, weil es nicht mein Ding ist. es ist nicht meine Zone, sagen wir mal. Ja? Ich bin woanders lieber. Und Erfahrung, mein Gott, Erfahrung, das ist immer so tiefgreifend. Ach ja, wenn ich ein Restaurant aufmachen würde, wäre es eventuell ein indisches, weil ich hätte sofort alle Köche. Ich habe so viele Köche kennengelernt und die können richtig kochen. Die wissen, was Gewürz ist und die können damit umgehen. Haha, das war meine Erfahrung. Vor kurzem konnte man Sie auch noch live in Deutschland erleben, auf der Bühne mit Peter Maffay und Tabaluga. Ja. Was ist spannender oder was macht mehr Spaß, die Filmarbeit oder live vor 10.000 Menschen zu stehen? Das ist natürlich, okay, das eine ist mit dem anderen nicht zu vergleichen. Aber schlussendlich, wenn du weißt, warum du da spielst, was du spielst, ist es fast gar kein Unterschied. Es ist natürlich toll, mein Gott, Frankfurt oder was, oder Dortmund, 10.000 Leute. Ist eine schöne Atmosphäre, hallo. Kann man ja durch. Ja, und beim Film ist es, du merkst es nicht. Die Kamera läuft und du bist in dem Film, in diesem Thema, bist du so und da sehe ich auch keine Leute. Und selbst bei 10.000, und selbst bei, Licht ist ausgegangen, macht euch, selbst bei 10.000 Leuten würdest du nie einen direkt angucken. Es ist die Atmosphäre. Ist natürlich toll, klar. Steht uns auch zu. Tabaluga. Gut, das Licht ist ausgegangen, Zeichen, Schluss zu machen. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit allen Projekten, die Sie in Planung haben. Vielen, vielen Dank. Danke sehr.